Ja, euer Wunsch ist mein Begehr. Das heißt, zurück in diesen Raum. Und ja, dann geht's nur noch hier rein. Höchstens, es geht da hinten noch weiter, hier in der oberen Ecke. Vielleicht per Teleporter oder so. Im Augenblick ist kein wirklicher Ausgang vorhanden. Ja, Golem erwacht. Ich zähle mich zu den intelligenteren Schwertern, auch wenn ich keine besondere Ausbeulung genossen habe. So, lassen wir den mal laufen. Die Inschrift rings um die Schemen der Obsidiansphäre lautet: Diese vier Runen sind der Schlüssel, um den Eingang zu den unteren Ebenen zu öffnen. Berührt die Runen in der richtigen Reihenfolge. Wenn ihr scheitert, wird euch der Wächter bestrafen. Älteren Augentürern. Älterer Augentürer, eine Stimme ertönt in eurem Kopf. Zauberer, eure Sphäre ist nicht das passende Grab. Euer Golem sei verdammt, ich werde entkommen. Ja, das hatte ich gehofft, dass ich Level up krieg zum Steuerraum. Hast du uns noch was zu sagen, bevor du... Das sind keine anderen einigen Dinge. Dieser Diener kann eine Weile ruhen. Ja, also die Erfahrungspunkte haben gereicht, um Yoshimo sein Level zu geben. Was Gutes? Zusätzliche Waffenfähigkeit, 20 Fähigkeitspunkte, 2 Trefferpunkte, Sagenkunde. Machen wir das so. Wobei Illusionen finden vielleicht gar nicht mal so verkehrt wäre. Krummsäbel, Keule, Speer, Kampfstäbe, Armbrust. Einfach schon mit Armbrust mal. Ach, gucken wir erst in den Steuerraum hier oben und vorher machen wir den Schwierigkeitsgrad wieder richtig hin. Talisa ist auch auf dem besten Weg auf die nächste Stufe. Zum Steuerraum. Okay, da geht's ins nächste Gebiet. Ihr braucht mal. Yoshimo ist bereit. Diese vier Runen sind der Schlüssel, um den Eingang zu den unteren Ebenen zu öffnen. Berührt die Runen in der richtigen Reihenfolge. Wer scheitert, wird durch der Wächter bestrafen. Ja, jetzt ist die Frage, wo sehen wir welche Rune?
Reihenfolge die richtige ist. Das ist wahrscheinlich jetzt gerade das Pech, dass wir Valiga Kotala nicht dabei haben. Keine große Herausforderung. Vielleicht finden wir im Steuerraum die Antwort, Ihr müsst eure Gruppe erst. Okay, das ist wirklich nur ein kleiner Raum. Ihr seid schuld, dass die Sphäre wieder springt, ihr Idioten. Ich wäre fast entkommen. Danke. Die materielle Ebene wurde mir verweigert. Ich werde meine Rache bekommen. Okay. Ich warte. Das Priester ist heute auf uns versammelt. Ich habe gehofft. Das ist nichts. Was möchtet ihr? Oh, wie bereit. Ihr müsst mir rasch helfen. Bo ist noch zu jung, um mich zu rächen. Die Macht, von der ich besessen war, sie... Sie ist fort. Welche Macht? Ich sehe nichts als ein Nekromant des Bösen, der vor meinen Augen verblutet. Ihr seid in eurer planaren Sphäre und liegt im Sterben. Was dachtet ihr denn, wo ihr seid? Was? Seid ihr von Sinn, Alter? Ich sterbe, befreundete Seele, aber ich sehe klar. Danke für eure Befreiung von der Last, gegen die Macht kämpfen zu müssen. Wenn ich auch ein solches Wesen nicht über meine Heimat freilassen würde. Ich bin nicht mit euch befreundet. Seid ihr nicht der bösere Zauberer Lavok? Was meint ihr mit gegen die Macht kämpfen? Ich habe weder einen Dämon noch einen Kampf gesehen. Wie lange habt ihr gegen das Ding gekämpft? Ich bin dieser Verkörperung des Bösen vor langer Zeit während meiner Reisen durch die Ebenen begegnet. Seitdem hat es von mir Besitz ergriffen und versucht dorthin zu gelangen, wo es den meisten Schaden anrichten kann. Es bedurfte meiner ganzen Kraft, ihn davon abzuhalten, das Wissen über die Sphäre aus dem, was von meiner Seele noch übrig ist, zu erbeuten. Und das schon seit so langer Zeit, dass ich mich kaum daran erinnere, wann es alles begann. Ihr versucht anscheinend edelmütig zu klingen. Seid ihr nicht der furchtbare Nekromant Lavok? Warum solltet ihr euch überhaupt die Mühe machen, gegen die Macht zu kämpfen? Ich konnte ihm nicht erlauben, die Geheimnisse der Sphäre von mir zu stehlen. Wenn entkommen wäre, hätte er irgendwann die gesamte Ebene verwüstet. Nicht mal ich hätte das zulassen können. Seid ihr nicht der böse Nekromant? Ihr habt von mir gehört? Hat sich die Kunde von meiner Existenz selbst bis zum heutigen Tage gehalten? Ich weiß über euren Nachfolger Valiga von euch. Er sagte, ihr würdet versuchen, auf seinen Körper überzugreifen, um euer Leben zu verlängern. Und dass ihr das genau schon an und zuvor angetan hättet. Kotala? Ja, ich erinnere mich jetzt. Meine Familie. Ja, ich bin all das, was er sagt und noch viel mehr. Ich war der Geisel der Lebenden, bevor ich diese Ebene verließ. Ich habe mein eigenes Blut terrorisiert und mit den Gesetzen von Leben und Tod herumgefuscht. Böse und arrogant bin ich gewesen, ja wahrlich. Ich hatte mehr als ein Leben, um meine Sünden zu überdenken. Wenn ich doch alles ungeschehen machen könnte, wenn ich meinen Bruder und meinen Sohn zurückrufen könnte. Meine Enkelin und mein Enkel ich. Ah, wenn ich zurückgehen und dem Mann, den ich einst war, sagen könnte, dass die Sphäre eine Mission des Stolzes war, die zu versagen verdammt war. Ich spüre, meine letzten Atemzüge gekommen sind, aber ein wenig Zeit bleibt mir noch. Zeit genug für eine letzte Abmachung. Ihr da, Mensch, könnte ich mit euch eine Abmachung treffen? Sagt mir, was ihr wollt und ich werde es in Erwägung ziehen. Die Sphäre ist bewegt worden, ich kann das fühlen. Das war eine automatische Verteidigung gegen Eindringlinge, die ich von der Verkörperung fernhalten konnte. Er hat auf jemanden gewartet, der die Tür aufmacht und eintreten würde. Ich wusste, dass die Sphäre als Verteidigung automatisch dazu veranlasst würde, durch die Ebene zu reisen und den Rest der Energie zu verbrauchen. Meine einzige Hoffnung. Aber jetzt, da die Verkörperung fort ist, müsst ihr in eure Heimatebene zurückkehren. Ich werde euch jetzt sagen, wie im Tausch gegen eine weitere Sache eine kleine Kleinigkeit. Ich bin schon so lange auf Reisen, ich möchte ein letztes Mal meine Heimat sehen. Wenn wir zur Materialebene zurückkehren, bringt mich nach draußen
Man lasst mich unter dem Himmel des Ortes sterben, an dem ich geboren wurde. Dies ist alles, worum ich bitte. Weder Tricks noch Tücken. Ich flehe euch an. Wie ihr wünscht, Lavok. Ich werde tun, was ihr möchtet. Ich vertraue euch nicht. Ihr tun es mal. Sehr gut. Die Sphäre bezieht ihre Energie aus dem Herzen eines mächtigen Dämons. Oder vielmehr hat sie daher bezogen. Ihr müsst aus der Sphäre heraustreten und ein anderes Herz beschaffen. Ich weiß, dass das schwierig wird, aber euch ist es gelungen, die Verkörperung zu besiegen, sodass ich hoffe, dass ihr auch stark genug seid für die letzte Aufgabe. Beschafft das Herz und kehrt zurück. Geht in den Maschinenraum und platziert es in dem Golem, der dort als Energiequelle dient. Ich werde die Kontrollmechanismen einstellen, sodass wir zur materiellen Ebene zurückkehren können. Aber beeilt euch, ich weiß nicht, wie viel länger ich meine Existenz aufrechterhalten kann. Fragt mir, erzählt mir mehr davon. Ja, ich bin bereit. Nein. Manus potentis. Ich warte. Keine große Herausforderung. Wir haben mehrere Türen jetzt, durch die wir gehen könnten. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Also ja, die Sphäre ist halt größer. Ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? Als das planetare Gefängnis. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Der Behälter ist voll, das sind beißende Bolzen. Ja, nun gut. Ganz ehrlich, regen wir mal hier eine Rast ein. So, dann können wir nämlich auch... den Schrott identifizieren. Oh, die Ogre-Krafthandschuhe. Ogre-Krafthandschuhe, die Hände von Takok. Die Hände von Takok sind genau das, was der Name besagt, nämlich seine Hände. Er verlor sie, als er einen fremden Mann beim Überqueren des Grats der Welt angriff. Es stellte sich heraus, dass der geheimnisvolle Mann ein Magier mit unglaublicher Kraft war. Und er verwendete Takoks Hände, um dieses Paar Handschuhe aus Ogre-Leder zu erschaffen. Und ein Stilett. Oh, festhalten. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber die Ogre-Krafthandschuhe sind wichtig, nämlich... wo steht es? Haber der Blitze, Ogre-Krafthandschuhe und ein Gürtel der Frostriesenstärke. Das sind die Ogre-Krafthandschuhe, die wir brauchen. Um den ultimativen Hammer zu schmieden. Damit haben wir schon wieder eine Komponente mehr. Was immer ihr wünscht. So, das heißt, wir können uns erstmal umgucken, wo die anderen beiden Türen noch hinführen. Oh. Zu einer einzigen Sporenkolonie. Das Gute ist schon auf unserer Seite. Okay. So, das Weite und hofft, dass die Scheiße bald mal abklingt. Ah, hier ist ein bisschen viel Zeug.
Jetzt haben wir definitiv ein paar viele Heiltränke.